So, da sind wir wieder. Verlassen wir mal schnell den Sumpf. Und gucken, was die Karte sagt. Oh, der obere Opienwald ist ganz schön groß. Aber gut, da kommen wir her. Gucken wir doch mal hier links an der Wand lang. Ich hoffe einfach mal, dass die Stadt, die wir suchen, auch am Kartenrand ist. Das würde am meisten Sinn machen. Denn es soll ja eine ziemlich große Stadt sein. Und die in die Mitte des Waldes zu packen, macht so rein von der Aufmachung der Karte nicht viel Sinn. So. Ja, seht ihr, bei den Gegnern macht das recht wenig Schaden. Also so eine kleine Animation. Probieren wir mal Blitzschlag. Auch nur klein. Wir sind hier allgemein gegen Magie ein bisschen resistenter als die anderen Gegner. Genauso wie ich den Verdacht habe, dass die Bienen zum Beispiel genau das Gegenteil sind. Die sind halt gegen normale Angriffe stärker geschützt, weil sie halt ausweichen oder halt einen guten Panzer haben. Oh, abgenutzter Schlüssel. Ich hab's echt mit den Schlüsseln. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass der Schlüssel jetzt für die Truhe ist, die wir geknackt haben. Und weil wir sie geknackt haben, anstatt sie zu öffnen, war da nichts mehr drin. Aber das können wir ja später auch mal sehen. Ah, was haben wir hier? Mitteilung. Die Mitteilung kann liegen bleiben. Stock kann auch liegen bleiben. Ich will weiter links an der Wand lang. Chup. Dann benutzen wir halt unser Mana einfach, um uns zu heilen. So. Ching. Ja, mit unseren ganzen Silbermünzen, die sich hoffentlich noch deutlich vermehren werden, wenn wir erstmal also ein Zeug verkauft haben. Damit können wir dann auch hoffentlich richtig ordentliche Waffe kaufen. Also eine zweite Armbrust für Bakata und eine bessere Waffe für ihn. Aber momentan sieht das irgendwie alles recht mau aus. Also die Kämpfe dauern ziemlich lange. Oh, und ein Gauner-Level. Sehr schön. Müsste jetzt bei 93 sein? Oder auch nicht. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass die Lebenspunkte bei jedem Level Up wieder zufällig sind. Das mag ich absolut nicht. Oh. You fellows have become bothersome. Don't press your luck. You don't want to make me angry. I have business in the tower now, and I do not wish to be disturbed. Das war der Hexe Scotia. Und Axel hat eine sehr große Klappe. Wir haben Glück, dass wir überlebt haben, denn sie hat den Standard-Bösewicht-Fehler begangen und hat die Helden leben lassen. Und die Magie, die sie jetzt benutzt hat, um die Barriere da zu errichten, hätte sie einfach für einen Blitzstrahl verwenden können, dann wäre alles vorbei gewesen. Aber, na gut. Und sie sagte, das wären die Eibelwälder, wo sie in Ruhe gelassen werden will. Das könnte sich als Problem herausstellen. Denn wenn die Wälder schon Eibelwälder heißen, wird auch die Stadt Eibel da sein. Na gut, wir gehen einfach mal die Karte weiter rum. Und wenn wir die Stadt nicht finden, dann, ja, was dann? Dann können wir uns entweder im Sumpf umsehen. Oh. Können wir uns entweder im Sumpf umsehen oder in den Urbeschmieden. Wobei die Urbeschmieden da irgendwie angenehmer klingen, denn da wissen wir, dass wenigstens einer von unseren Verbündeten sich auch versteckt. Und zu dritt kann man gleich wesentlich mehr erreichen als nur zu zweit. Oh, da kommt noch eine Biene. Komm. Ich will nicht vor den drei Viechern jetzt weglaufen müssen. Stirb. Zack. Ich sollte einfach irgendeinen größeren Gegenstand nehmen zum Werfen. Der ist dann leichter anzuklicken. Lederhamst?
Ah, das geht doch gleich viel besser. Macht aber auch gar keinen Schaden. Dass die Programmierer so gründlich sein müssen. Nee, das bringt echt nichts. Na gut, dann eine Waffe, die etwas größer ist. Wie ein Streitkolben? Nee. Oh, ein Zweihandhammer. Der macht auch keinen Schaden. Das ist jetzt komisch. Ah, doch. Macht anscheinend nur sehr wenig Schaden. Ja, das könnte natürlich auch sein. Wenn gar keine Animation kommt vom Blut, dann kriegen die entweder gar keinen Schaden oder nur so einen Punkt. Dann bei dieser etwas größeren Animation bekommen sie halt mittleren Schaden und bei der großen Animation richtig viel Schaden von der Art von Schaden, die man da zufügt. Also magisch, Fernkampf oder... Oh, nicht sterben. Magisch, Fernkampf oder Nahkampf. Und die Bastarde haben uns von unserem Zweihandhammer abgeschnitten. Also ja, ich habe uns von dem Zweihandhammer abgeschnitten, weil ich weggelaufen bin, aber so pingelig wollen wir dann doch nicht sein. Na komm, stirb, wir wollen den Hammer einsacken und uns irgendwohin verpieseln, wo wir schlafen können. Ja, hast du nicht. Oh, Ninja-Stern werfen. Nee, keine Blutanimation. Mit einem Rapier werfen? Nee, auch nicht. Ach, endlich. So, du kommst jetzt mit. Bist eingesackt und wo können wir schlafen? Bei dem Hindernis bestimmt nicht. Okay, dann rase ich mal ganz schnell zu den Sümpfen. Und ja, ich weiß, wenn ich so schnell gehe, ist das ein wenig schwer nachzuvollziehen, wo ich langlaufe. Aber ich habe ja gesagt, wo ich hinlaufe. So, zack, 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 zack. Wow, wahnsinnige Geschwindigkeit. Tack. Und da sind wir schon. Schlafen. Ja, die Steuerung ist ja gleich wesentlich angenehmer als bei Anvil of Dawn zum Beispiel. Wo dieses Drehen und die Bewegung an sich so ein bisschen verzögert ist. Genauso wie bei Legend of Grimrock auch. Da kann man nicht so richtig schön schnell flitzen wie hier. So. Also nochmal das Ganze. Wir wollen jetzt noch gucken, was da ist und was da ist. Weil wenn da und da nichts ist, was einer Hauptstadt ähnelt, dann wird hier auf der Karte auch keine Hauptstadt sein. Also nach meiner Logik, dass eine Hauptstadt viel Platz braucht. So, jetzt müssten wir gleich bei der Barriere sein, genau. Wir müssen dieses Hindernis beseitigen. Ja, da werden wir aber irgendeine Magie brauchen. Denn wenn wir einfach so mit einem normalen Zauber, den wir haben, oder mit irgendeiner Waffe dagegen schlagen würde, dann hätte sich Scotia nicht die Mühe gemacht, das Ding aufzubauen. Es muss schon irgendwas Ungewöhnliches sein. Komm, Stromschlag. So, da war mein... Zap, 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 zap. Hier war das. Eine Sackgasse. Ich hätte aber lieber gerne eine Hauptstadt als eine Sackgasse. Oh, und jede Menge Skelette. Magie konnte die nicht wirklich viel anhaben. Also Strom und Blitzschlag jedenfalls nicht. Und ich denke mal, einfrieren wird er nicht besser sein. Die sind hier tot. Aber testen wir mal. Nö, gar keinen Schaden. Die sind immun gegen Kälte. Ah, okay, schade. Aber andererseits auch ganz cool. Also, dass die Gegnertypen so unterschiedliche Angriffsarten und Resistenzen haben. Macht das Ganze gleich viel interessanter. Haha, Hunter. Und wenigstens treffen wir euch Jungs auch ordentlich. Ihr könnt ja auch nicht ordentlich ausweichen. So, ohne großartige Muskelmasse ist das schon schwer, sich zu bewegen. Zack, zack. Mal schauen, noch ein Krieger-Level oder ein Gauner-Level. Und heilen nicht vergessen. Na komm,
Wir wollen weiter. Ah. Was hat die Biene gehört, hm? Wie, der will weiterlaufen. Nee, das geht nicht. Ah, wir hätten das Hornissennest doch zerstören sollen. Denn wie es scheint, respawnen die Skelette so oder so. Und die Bienen wahrscheinlich aus den Hornissennestern. Also die Hornissen aus den Hornissennestern. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, wo da der Unterschied ist. Oh. Diesmal habe ich den Schlüssel nicht vergessen. Und er passt nicht. Na gut, dann halt knacken. Oh, eine Armbrust-Valkyre, das klingt doch gut. Und dafür kann mal was auf den Boden landen? Die Rätselschriftrolle auf keinen Fall. Eine verbrannte Schriftrolle, das war ja nur so eine Hintergrundgeschichte. Oh, ein Zwergenkettenhemd, das sieht schick aus. 42? Hahaha, 67. Gut, was haben wir hier? Immer noch die Rätselschriftrolle. Na komm, ein Ginseng. Die benutzen wir eh fast nicht. So, das hat sich doch mal gelohnt. Und das ist doch die Armbrust, die Feuerbälle schießt. Die ist extrem effektiv gegen die Bienen. Das ist doch schon mal super. So, und wir sind jetzt einmal rum. Das heißt, keine Hauptstadt. Das heißt, die Hauptstadt wird wirklich in den Eifelwäldern sein, was ja auch Sinn macht. Das heißt, wir werden uns zuerst um den Sumpf kümmern müssen, um die Urbeschmieden, um alles, was hier noch drin ist und um nicht den Gorka-Sumpf. Um den Bettler, der wird auch für irgendwas da sein und Drueks Wagen, wo wir ja drin Dorn vermuten, aber wir dürfen nicht mit ihr sprechen. So, das heißt, wir laufen jetzt nochmal dahin und gucken, was in dem Wald in der Mitte so ist. Nicht unbedingt, weil wir es müssten, sondern einfach nur vollständigkeitshalber. Außerdem ist es ja auch ein gutes Training. Und ich will die Armbrust ausprobieren. Aber ich glaube, ich bin dran vorbeigelaufen. Was sagt die Karte? Ja, ich bin definitiv dran vorbeigelaufen, aber vielleicht kommen wir hier auch dahin durch. Gucken wir erstmal kurz hier. Nix. Zing, zing. Ah. Irgendwie passiert was bei den Skeletten andauernd. Ich kämpfe gegen ein oder zwei und plötzlich schlägt von der Seite mir auch noch einer rein. Also ich weiß nicht, ob ich mich einfach nur schusselig anstelle oder ob das irgendwie so reinprogrammiert ist. Dass man auf ein Feld tritt und dann spawnt man wegen da hinten und da eine kleine Gruppe. Das geht doch gleich viel schneller mit der neuen Armbrust. Sehr schön. So, schnell heilen. Und wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Noch eine Truhe. Ich sehe ein Muster. Das ist wieder die falsche. Oh. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Na. Also. Und weiter geht's. Ein Bezelbecher. Der ist für Heilung gut. Wir haben echt ein Platzproblem. Na gut, Lampenöl. Eine Jade-Halskette. Das finde ich cool. Also erstmal, dass er kommentiert, was man genau gefunden hat. Und dieses Abzählen. Weil in vielen Spielen kriegt man einfach plötzlich 800 Goldmünzen und man weiß auch genau, dass es 800 sind. Und die Charaktere zählen ja gar nicht. Und auch Handelsgeschäfte sind dann so, dass man innerhalb von 2 Sekunden Handel betreibt, obwohl das normalerweise in Real Life damals sehr lange gedauert hat. Mit Abwiegen und Abzählen und was weiß ich. Aber so ein Mittelding ist schon mal ganz cool. So, ich schwafel schon wieder zu viel. Ich wollte eigentlich Sachen wegsortieren. Den Schlüssel werfe ich nicht weg, der wird für irgendwas da sein.
Aber so einen ganz normalen Stock, den können wir doch mal wegwerfen. So, da geht's weiter. Die Musik ist cool. Also auch wenn sie ein bisschen zu elektronisch ist für ein Fantasy-Spiel. Also ich weiß nicht, welches Genre das sein soll, aber das klingt recht modern. Aber trotzdem stylisch. Und ja, die Armbrust funktioniert ziemlich gut bei den Bienen. Man sieht gleich diese große Blutanimation. Und was haben wir da? Noch einen Stock. Ich glaube, mit den ganzen Stöcken auf dem Boden wollen die uns irgendwas sagen, die Programmierer. Also vielleicht, dass wir mit einem Stock auf den Hornissennest einschlagen sollen oder so. Ja, aber das können wir mal nächste Folge ausprobieren, nachdem wir abgespeichert haben. So, LP 011. Und in der nächsten Folge hauen wir auf ein Hornissennest. Also bis gleich.